stars waited for us. But when we finally came, it was to answer a call. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt. Neben mir sitzt der Smikus. Hallo. Ich bin der Mavi. Und wir spielen Tharsis. Tharsis? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Warum suchen wir uns eigentlich immer Spiele, wo wir nicht wissen, wie man den Titel ausspricht? Ich glaube, das ist das Ausscheidungskriterium. Ich glaube, das Nicht-Ausscheidungskriterium. Voll bescheuert eigentlich. Ein kleines Rätselspielchen, sage ich mal. Wir spielen das zusammen hier vor einem PC. Ja, genau. Ey! Aber vielleicht schon erkannt. Ich kenne es schon. Er noch nicht. Genau. Also und du kennst es schon im Sinne von, du hast es ein bisschen angespielt. Ich habe es schon einmal geschafft. Man hat ja schon gesehen, wir sind auf einer Rakete, die zum Mars geflogen ist. Mhm. Und Ziel ist es, den Mars zu erreichen. Und ich habe es schon einmal geschafft. Dann ist das Spiel schon zu Ende, oder? Genau. Das ist jetzt aber nicht so, als wäre das leicht. Und man hat auch, wir können ja hier direkt mal, dadurch, dass ich das schon gestartet habe aber einmal, habe ich schon zusätzliche Leute freigeschaltet. Mhm. Und dann kann man mit einer anderen Crew das Ganze spielen. Jedes Mitglied der Crew hat eigene Fähigkeiten. Ich würde sagen, wir spielen zu Beginn mit der Standard-Crew. Okay. Aber du sagst, du hast es schon geschafft und es ist nicht leicht. Aber widerspricht sich das nicht? Nein. Und wir nehmen natürlich normalen Schwierigkeitsgrad. Also, weil das ist schwer genug in meiner. Wie unterscheiden sich denn grob diese Crews? Na, du hast jede Crew, jedes Mitglied hat hier eine spezielle Fähigkeit. Mhm. Und was das damit auf sich hat, erkläre ich dir gleich im Spiel. Weil das ist der Vorteil, ich kenne es schon eher noch nicht, das heißt, ich muss es sowieso erklären, das heißt, ihr da draußen werdet es auch erklärt bekommen. So, auf geht's. Also die Crew besteht aus 4 Mitgliedern. Korrekt. Okay. Und wir dürfen uns erstmal wieder ein Video angucken. Glaube ich. We have prepared for any disaster, for every disaster. Not all of them at once. We can't turn back, but how can we go on? Sind wir jetzt noch zu dritt? Nein, wahrscheinlich war das einer, der nicht zu den 4 dazu gehört. Okay. Wir haben unser neues Ziel, wir müssen überleben. Also wir waren anscheinend vorher eine 5er-Crew, weil Jay Cross ist in den Mars, in Space abgeflogen. Mhm. Und der nächste, oh, ist auch gestorben. Also waren wir eine 6er-Crew. Okay, also das ist unser Schiff. Und unser Schiff hat hier oben eine Haltbarkeit. Das sind die weißen Striche. Ja, so eine Hülle, ne? So Hülle, genau. Wenn die auf 0 geht, zerbricht die Hülle und unser Schiff ist im Eimer. Das sollten wir nach Möglichkeit nicht erreichen. Und wir haben hier diese roten Punkte. Mhm. Das zeigt uns an, wie viel Schaden wir in dieser Runde kriegen werden. Ah, also es ist ein rundenbasiertes Spiel. Es ist ein rundenbasiertes Spiel, genau. So, hier sehen wir, dass in diesem Modul ist quasi was kaputt nach einem Meteoroideneinschlag. Und das sorgt dafür, deshalb stehen hier diese 2 roten Punkte, dass wir 2 Schaden kriegen. Das heißt, wenn wir das hier reparieren, kriegen wir nicht die 2 Schaden pro Runde hier oben. Wäre schon mal ziemlich gut. Ja, was heißt 2 Schaden? Wie viele Schaden müssen wir bekommen, damit ein Strich von der Hülle weggeht? 1. Achso, okay. Jeder Schadenspunkt ist ein Hüllen. Also wenn wir noch einen Schadenspunkt kriegen, sind wir schon hops. Ja, oh, genau. Gott. So, und wir haben unsere Crewmitglieder. Wir haben eine Lebensanzeige. Das ist die hier rechts, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Und eine Moralanzeige. Das ist die hier links. Sieht ja super aus. So, und unsere Crewmitglieder haben halt spezielle Fähigkeiten. Wir sehen hier zum Hinten zum Beispiel schon einen Doktor, der hat wahrscheinlich eine Fähigkeit, jemanden zu heilen, wie man sich vorstellen kann. Wir haben außerdem hier noch einen Schaden. Da haben wir minus 1 Health All. Das heißt, alle unsere Crewmitglieder kriegen am Rundenende einen Schadenspunkt. Mhm. So, jedes Crewmitglied hat eine bestimmte Anzahl von Würfeln und jetzt kommt nämlich der Rätselfaktor ins Spiel. Und die Anzahl von Würfeln sind quasi diese weißen Punkte unter dem Crewmitglied. Ja. Und diese Punkte hier oben, wir müssen insgesamt 23 erwürfeln, damit dieses Modul repariert ist. Okay, was? Reparieren kann immer nur eine Person ein Modul, wenn diese Person sich in dem Modul befindet. Mhm. So, und diese farbigen Würfel, das sind wiederum Probleme, die auftauchen können, wenn du diese Zahlen würfelst innerhalb des Moduls. Ach. Ich würde sagen, wir klicken hier jetzt einfach mal rauf. Wir haben hier unseren Spezialisten in dem Modul. Der übrigens sehr glücklich und hochmotiviert aussieht.
Warum kann ich das jetzt nicht einklicken? Achso, genau. Ich muss den anklicken und sagen, er soll in dieses Modul gehen. Er ist da jetzt schon, deshalb keine Bewegung. So, okay. Und wir sehen schon. Keep an eye on your assists, which block the effects of hazards. Genau, wir haben. Stasis hazards prevent dice with matching values from being re-rolled. Void hazards remove dice from play. Injury hazards cause health damage. Assists automatically replenish at the rate of one assist per round. Okay, wir haben also diese beiden Zahlen, wenn wir die, also wir können eine, wir können jeden Würfel zweimal würfeln. Mhm. Wobei das hier unser Spezialist ist, der hat als Klassenfähigkeit plus ein Reroll, also der kann jeden Würfel dreimal würfeln. Mhm. Wenn wir eine 2 oder eine 3 würfeln, friert der Würfel ein und wir können ihn nicht nochmal werfen. Okay. Wir haben hier oben diese Assists. Jeder Assist kann pro Runde einmal benutzt werden. Also jeden Assist, den wir haben, kann einmal aufgebraucht werden und nimmt dafür einen so einen Negativeffekt weg. Das heißt, wenn wir jetzt eine 2 und eine 3 würfeln, würde eine 3 davon aufgehoben werden zum Beispiel. Also der einmalig oder allgemein? Würfel? Einmalig. Okay. Okay. Und der Assist der hat gilt jetzt quasi aber für die eine Runde nur. Genau. Okay. Na, der gilt so lange, bis wir ihn benutzt haben. Die spart man sich auf, sozusagen. Okay. Die werden aber automatisch angewendet. Mhm. So, und wir haben hier jetzt aktuell 4 Würfel und nachdem wir gewürfelt haben, hat er nur noch 3 Würfel. Also pro Runde verliert er einen Würfel. So, wir fangen mal einfach an. Würfeln mal. Und jetzt können halt, sieht man schon. Das ist nur automatisch ausgeführt. Genau, er hat jetzt automatisch hier den Assist ausgeführt drauf. So, und den hier können wir jetzt eh nicht mehr neu würfeln. Richtig. Man das heißt, wegpacken? Den ziehen wir jetzt da oben hin und reduzieren hier von den 23 Punkten, die wir brauchen, um das zu reparieren, schon mal auf 20. Mhm, genau. So, das ist eine 5, die ist relativ hoch. Auf die würde ich sagen, legen wir auch da rein. Und die anderen beiden würfeln wir einfach nochmal. Die anderen 2 würfeln auf jeden Fall noch. Die 4 würde ich sagen, nehmen wir, die 1 würfeln wir nochmal, ne? Ah, das war doch gut. Jetzt müssen wir hier trotzdem immer noch 6 reparieren. Aber er hat ja noch 3 nein. Würfel, nicht? Nein, für also, nächste Runde. Er hat jetzt diese Runde gewürfelt. Okay, er kann jetzt so verstanden. Okay, alles klar. So, jetzt sind wir hiermit fertig. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir die 6 noch erwürfeln. Mhm. Und ich würde sagen, wir ziehen ihn noch da rein, weil der hat 2 Würfel. Spielt das eigentlich überhaupt eine Rolle? Ich meine, da gibt's, also da muss man irgendwas reparieren. Das kann jetzt der Doktor wahrscheinlich nicht so gut machen. Doch, das kann er auch. Das ist egal. So, das aber der hat nur einen Würfel. Das heißt, mit dem müssten wir hier eine 6 würfeln. Und warum gibt es dann so einen Spezialist und einen Mechaniker? Wegen den Sonderfähigkeiten. Das siehst kommt du gleich später noch. Ja, genau. Alles klar. Also ich würde sagen, wir ziehen ihn da rein und versuchen mit den beiden Würfeln die 6 zu kriegen. Okay? Ja, versuchen wir. Wir kriegen jetzt in 203. Ja. Weil Assist ist aufgebraucht. Ja. So, und du siehst schon. Ah, Assist ist insgesamt, das ist nicht Profi. Nein. Okay. Und du siehst schon, er hat jetzt hier als Klassenfähigkeit plus 1 Hülle. Das braucht eine 5 oder höher. Das heißt, wenn wir eine 5 oder höher würfeln und das da reinlegen, ja, dann würden wir einen Punkt Hülle repariert bekommen. Cool. Das heißt, wenn wir jetzt eine 6 und eine 5 würfeln, wäre natürlich optimal. Schade. Aber wir hätten genau die 6, die wir bräuchten. Ja. Und damit hätten wir zumindest abgewendet, dass wir Hüllenschaden bekommen und haben hier das Event abgearbeitet. Das heißt, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Runde nicht sterben. Genau. Das Schiff wird nicht zerbersten. Ja, gibt Sinn. So, und zusätzlich würde ich sagen, ziehen wir jetzt mit dem Doktor, versuchen wir hier nochmal die 12 zu machen. Und dann auch mit dem Captain, logischerweise. Logischerweise. So, und wir haben hier jetzt aber das Problem, bei einer 1 kriegt er einen Schadenspunkt. Mhm. Das heißt, es wäre jetzt geschickter gewesen, natürlich mit dem Assist hier zuerst zu würfeln. Weiß ich nicht. Hab ich ja gesagt. So, ja genau. Jetzt hat sie tot durch Würfel. Genau. So, jetzt ist die Frage, wollen wir den nochmal würfeln oder wollen wir die 1 benutzen? Ich würde sagen, wir würfeln nochmal, ne? Eine weiße Weiße, noch eine 1. Ah, sehr gut. Ja, das ist auch schon mal gut. Warte mal, Plus ein. Okay, jetzt könnte man natürlich ihm seinen wiedergeben, seinen Health-Punkt, aber das ist irgendwie Quatsch. Genau, wenn alle einen Health verlieren pro Runde, wäre das ziemlich schlecht, das Modul hier nicht zu reparieren. Deshalb schicken wir den dahin. Genau. Sagen, hier somit sind wir fertig. Jetzt schicken wir den Captain. Jetzt schicken wir den Captain auch dorthin. Okay. Ich hätte gedacht, es hat etwas mehr mit diesen speziellen Fähigkeiten zu tun, der Figuren, was kommt. Wenn man sich's leisten kann, die zu benutzen, sind die super. So. Spezialfähigkeit ist quasi nur das, was unten mit Class ist, da wo du gerade mit der Maus bist. Genau. Ne? Das ist die einzige Unterscheidung zwischen den Spielfiguren. Ja, und wie viel Würfel sie haben, wie viel Leben sie haben und sowas. Okay. Und wir sehen zum Beispiel jetzt hier, wir haben in diesem Modul schon den Doktor. Und wir sehen, er hat hier bei einer 5 kriegt jeder einen Würfel,
der sich in diesem Modul aufhält, dazu für die nächste Runde. So, wir würfeln jetzt erstmal. So, er kriegt auch einen Schaden. Die zwei können wir nicht mehr bearbeiten. Oh, er hat aber nicht mehr viele Lebenspunkte, müssen wir aufpassen. Genau, wir können uns jetzt entscheiden, entweder wir reparieren jetzt das Modul komplett mit den sechs. Auf jeden Fall. Oder wir müssten versuchen noch, halt darauf spekulieren, dass wir nicht noch eine 1 würfeln. Okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber wenn ja kein Nachteil, oder? Also du meinst, wir könnten dann mit dem anderen Würfel noch versuchen, die Klassenfähigkeit, oder jedes Modul hat auch eine Fähigkeit, das ist die hier steht, oder die zu benutzen. Hier könnten wir bei einer 5 oder mehr, würden wir 3 Assists dazu kriegen für die nächste Runde wieder. Gut, ich würde vorschlagen, die 3 und die 2 nehmen wir mal und die 1 versuchen wir nochmal. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch eine 1 würfeln, ist sehr gering. Aber das ist in meinen Augen Blödsinn. Warum? Weil dann haben wir 5 abgelegt und müssen noch eine 1 erreichen. Mindestens, aber vielleicht kriegen wir eine 5. Ja, und was machen wir dann mit der 5? Ja, stimmt. Eigentlich, wir müssen das Modul reparieren. Wenn, dann reparieren wir es einfach. Okay. So. Damit haben wir mit allen Leuten... Alle Events in dieser Runde erstmal... Wir haben erstmal alle Events abgearbeitet, das ist gut. Und wir haben auch mit allen Leuten alle unsere Züge durch. Genau. Wir können jetzt nichts mehr machen. Und damit ist die Runde vorbei. Moods are turning sour. Das heißt, das war der potenzielle Hühnenschaden dieser Runde. Genau. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre klar. Nee. So, und wir haben jetzt die Runde quasi erstmal abgewendet. Und jetzt müssen wir uns für ein Event entscheiden. Wir können entweder sagen, jeder aus der Crew kriegt ein Dice dazu. Ja. Aber die hier verlieren dann 2 Leben. Die beiden. Jeweils 2. Okay. Oder wir sagen, wir kriegen 2 Assists dazu und verlieren einen Hüllenschaden. Das Problem ist, wenn wir das hier nicht wählen, kriegen die beiden 10% Stress dazu. Mhm. Wenn die zu gestresst sind, kommen die irgendwann auch um. Stress ist, war das diese Motivations? Ja, genau. Also der würde sinken, okay. Problem ist, wenn wir das wählen, ist doch minus 2 Health für die beiden Charaktere, wäre der dann nicht quasi tot? Mit einem halt noch, ne? Noch einen Lebenspunkt. Ja. Versuch mal ein bisschen lauter zu reden. Ja, ich weiß nicht, wie gut das Mikro sonst ist. Werde ich machen. Gut. Was würdest du wählen? Ich würde das hier wählen, weil jeder kriegt einen Würfel dazu. Das ist relativ gut. Okay. Machen wir. So, und jetzt haben wir zusätzlich noch, jetzt hat man gesehen, die haben jeweils einen Schaden gekriegt. Jetzt haben wir zusätzlich hier noch Food. Und wenn wir das vergeben, kriegt einer 3 Würfel dazu. Der das ist. So, und jetzt wäre meine Idee, dem Doktor das zu geben. Ja, warum? In der Hoffnung, dass wir mit dem Doktor dann seine Spezialfähigkeit nutzen können, dass jeder in demselben Raum um einen geheilt wird und damit die beiden wieder hochheilen können. Das sehe ich auch so. Und dann hat der hier nämlich schön viele Würfel. Also kriegt der was zu essen und wir sind fertig. So ein Event hat man nochmal, so ein positives Event, bekommt man nochmal jede Runde. Ja. So. Ah, da oben sieht man die Anzahl der Wochen zum Mars. Genau, wir haben jetzt die erste Woche geschafft. Okay, und beim nächsten Mal kriegen wir 3 Events, davon sind 2. Nein. Na gut. Die Zeichen weiß ich jetzt auch nicht so genau gerade, was das ist. Das wird ja gerade eingeblendet. Rot ist, glaube ich... Ein hartes Event, stand da hart. Ah, okay. Wenn ich es richtig verstehe, bekommen wir jetzt in dieser Woche haben wir jetzt ein mittleres Event und ein leichtes Event. Und in der nächsten Woche 2 leichte Events und ein hartes Event. Genau, richtig. Ja. Man kann den Meteoriteneinschlag, also schon, man hat den schon vor Augen nächste Woche. Ja. Und man kann nicht mehr ausweichen. Entschuldigung, ist korrekt.